Herzlich willkommen zum heutigen Click and Create. Es freut uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute gestalten wir auf dieser Maschine ganz individuelle Dekoration für die Gartenparty. Mit der Maschine kann man malen, das zeigen wir Ihnen. Wir werden dieses Tischset, eine Serviette oder einen Läufer ganz individuell kreieren. Welches Material brauchen wir denn heute? Zum einen eine Bernina Stickmaschine mit Stickmodul, Geradstichplatte und 80er Nadel. Zudem brauchen wir einen Bernina Stickrahmen Oval mit Stickschablone, ein Baumwollcreton je nach Projekt in der entsprechenden Größe, ein Stickvlies Double Stick Tearaway in der Größe von 25 x 35 cm, das Paintwork Tool für die Ausführung an der Maschine mit Halterung, passend dazu die Paintwork Stifte. Achtung, keine schüttelbaren Textilstifte verwenden, die funktionieren nicht. Zudem brauchen wir das Paintwork-Motiv, das wir in der Software erstellt haben, auf dem USB-Stick. Wir brauchen Nähfaden Ceralon, ein Bügeleisen, ein Maßband und zu guter Letzt eine Stecknadel. Wie kreiere ich mein Muster? Um ein Muster zu kreieren, brauche ich die DesignWorks Software mit dem USB-Dongle und freigeschaltetem Paintwork. An der Maschine, um meine Maschine zur Malmaschine umzustellen, brauche ich das Paintwork-Füßchen mit den dazugehörigen Stiften. Wie komme ich zu meinen DesignWorks-Mustern? Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist die Kreativwelt von Bernina. Ich gehe auf www.bernina.com, Kreativwelt, gratis Downloads. Hier in diesem Bereich finde ich gratis Stickmuster, aber auch weitere Freebies. Unter diesem Bereich finde ich Cutwork-Muster, Paintwork-Muster, aber auch Crystalwork-Muster. Lassen Sie sich verführen und laden Sie die Muster kostenlos down. Eine weitere Möglichkeit ist das embdesignstudio.com. Hier habe ich oben rechts die Möglichkeit, im Suchfeld direkt den Begriff einzugeben, nach dem ich suche, zum Beispiel Paintwork. Wir werden da die verschiedenen Paintwork-Muster, die auf dieser Homepage zur Verfügung stehen, klar gezeigt. Ich kann die anklicken und über einen eigenen Account auch direkt einkaufen. Eine weitere Möglichkeit ist, ich stelle mir eine Pinnwand zusammen auf Pinterest mit Ideen, wie ich mir so etwas vorstellen könnte. Dies ist eine reine Informationsdatenbank, die ich nachher für die selber entwickelten Designs nutze. Ich öffne die Software und zeige Ihnen im Folgenden, wie ich meine Muster erstelle. Ich möchte ein neues Muster erstellen. Hier wähle ich einen weißen Hintergrund, damit ich es am besten sehen kann. Ich möchte eine neue Grafik erstellen, wähle meinen Stickrahmen, den Large Oval Hoop mit dem Füßchen 93, das ist das Paintwork-Füßchen. Und voilà, die Arbeitsfläche ist offen da. Ich habe hier auf der linken Seite die Möglichkeit, Texte einzufügen. Ich klicke direkt in das Arbeitsfeld hinein und schreibe meinen Text, zum Beispiel King. Wir haben hier oben die Möglichkeit, verschiedene Schriften zu wählen. Ich wähle meine gewünschte Schrift. Sie sehen, es sind unzählig viele, zum Beispiel diese da. Sobald ich das geschrieben habe, wähle ich dann den Auswahlrahmen und habe nun meine Schrift erstellt. So kann ich ganz viele Schriftzeichen aneinanderfügen und die schlussendlich so ausarbeiten. Ich habe bereits schon etwas vorgefertigt und zwar haben wir hier die Möglichkeit, K
King of the Grill. Das ist eine Draft-Datei. Draft-Dateien lassen sich in der Software öffnen und weiter modifizieren. Für diesen Entwurf bin ich noch etwas anders vorgegangen. Ich habe ein neues Blatt erstellt, auch hier wieder den weißen Hintergrund gewählt und neu aus Datei. Eine Datei geöffnet, die ich hier bereits schon abgespeichert habe. Hier noch ein weiteres Beispiel. Ich öffne das Ganze. Auch hier ist wieder der ovale Rahmen aktiviert, Füßchen 93 wie vorher. Nun möchte ich das Ganze jedoch direkt vektorisieren, das heißt umwandeln in eine Paintwork-Datei. Ich erhöhe die Genauigkeit auf 8 und ich reduziere die Farbauswahl auf 2, nämlich schwarz-weiß, vektorisiere das Ganze und stelle es fertig. Voilà! So könnte ich auf eine schnelle Art und Weise ein Vorlagebild direkt umwandeln in ein Paintwork. Da bräuchte es noch ein bisschen weitere Umstrukturierungen, Anpassungen. Informationen dazu finden Sie im Berliner Mastery Book. Sobald ich mein Motiv wie hier fix fertig habe, sende ich es über Exportieren nach Bernina direkt an meine Stickmaschine. Ich wähle hier den USB-Stick an und voilà, das Design ist so abgespeichert, dass wir es nun an der Nähmaschine ausführen können. Im Folgenden zeige ich, wie wir den Stickrahmen vorbereiten, damit wir nachher an der Maschine painten können. Als erstes nehme ich den Stickrahmen auseinander. Ich öffne die Schraube so gut wie möglich. Den inneren Teil brauchen wir momentan nicht. Ich brauche nun das Stickvlies, das hat zwei Seiten. Die eine, die klebt, die brauchen wir unten liegend. Die andere Seite, das ist eine reine Schutzfolie, die soll nach oben zeigen. Ich lege das Stickvlies auf den Rahmen drauf, nehme nun den inneren Rahmen und achte darauf, dass der kleine Pfeil zum kleinen Pfeil zeigt. Setze den inneren Rahmen zuerst einmal oben ein und arbeite mich langsam nach unten. Mir geht das am besten, wenn ich das über eine Tischkante ziehe. Da kann ich gut Druck drauf geben. Der innere Rahmen soll schlussendlich etwas weiter nach unten kommen als der äußere, damit es keine Reibung gibt. Ich ziehe den Rahmen an mit der Schraube und kann jetzt auch immer wieder das Stickvlies etwas nachziehen, damit dies wie eine Trommel ganz flach eingespannt ist. Sobald das gut eingespannt ist, brauche ich meine Stecknadel. Mit der Stecknadel entferne ich die obere Schicht des Stickvlies. Ich ritze ein Kreuz ein, damit ich von der Mitte her die Schutzfolie wegnehmen kann. Ich kann dann die Schutzfolie direkt dem Rahmen entlang wegziehen. Somit ist der Rahmen vorbereitet, um den Stoff drauf zu kleben. Als erstes muss ich mir hier überlegen, wie möchte ich mein Stickmuster, beziehungsweise in unserem Fall mein Paintwork-Muster, auf dem Objekt liegen haben. Ich habe mich entschieden, dass ich eine Serviette fertige und bei mir im rechten unteren Feld mein Paintwork-Motiv zu liegen kommen soll. Ich setze meine Schablone so auf, dass ich links und rechts denselben Abstand habe, damit mein Muster schön in der Mitte platziert werden kann. Bitte unbedingt darauf achten, dass wir hier noch je 2 cm Nahtzugabe mitberechnen müssen. Ich nehme die Folie und setze sie nun im Stickrahmen ein. Dank den Halterungsgriffen kann ich die Mitte direkt positionieren. Sobald ich das habe, drücke ich das Ganze fest, kann die Folie wiederum herausnehmen und vereine den Stoff so mit dem Stickvlies, dass nirgends eine Blätter ist. Sobald die zwei Dinge miteinander schön vereint sind,
können wir an die Stickmaschine und das Ganze auspinten. Ich habe meine Bernina so vorbereitet, dass sie nun eine Stickmaschine ist, mit Anschiebetisch und Geradstichplatte. Ich habe den Fuß entfernt, sowie auch die Nadel. Wir setzen nun unseren USB-Stick ein, den wir vorbereitet haben mit den Mustern. Als nächstes wähle ich das Stickmotiv auf der Maschine aus. Ich wechsle dazu auf den USB-Stick, wähle mein gewünschtes Paintwork-Muster, wähle den richtigen Fuß, das ist bei uns der Fuß 93, der Paintwork-Fuß, wähle die optimale Stichplatte, wir haben hier die 0 mm Cutwork-Stichplatte eingesetzt. Die Maschine ist somit vorbereitet, wir wählen nun den Ausstickmodus. Die Maschine fordert uns auf, den Strickrahmen zu montieren. Zu positionieren. Und nun folgt der Moment, wo wir das Paintwork-Füßchen ansetzen müssen. Das Paintwork-Füßchen hat zudem zusätzliche Einsätze. Ich weiß, dass für Edding Textilstifte 4600 die Größe 3 ideal ist. Ich setze die vorab schon einmal ein, damit ich nachher den Stift richtig einsetzen kann. Das Füßchen montiere ich ganz normal wie ein sonstiges Füßchen. Wichtig ist dabei wirklich, dass keine Nadel eingesetzt ist. Ich kann nun den roten Balken nach unten setzen, damit ich von oben den Stift einsetzen kann. Ich schließe das Ganze und nun sind wir bereit zum Malen. Um die Höhe des Stiftes optimal einzustellen, mache ich jeweils Folgendes. Ich reiße ein Stück des Stichflieses weg, löse hier wieder die Schutzfolie ab und setze dieses Stück auf meinen Stoff direkt drauf. Und zwar so, dass es unter dem Füßchen ist, unter dem Stift. Ich hebe den Schutzbalken und starte die Maschine. Ich sehe so, wie dicht das Gemalte wird. Falls mir das nicht genügend dicht ist, kann ich auf der linken Seite am Füßchen bei diesem silbernen Rädchen etwas drehen, damit der Fuß sich etwas weiter nach unten oder nach oben bewegt und so der Stift dichter oder weniger dicht malt. Sobald ich genug getestet habe und die Einstellungen stimmen, sichere ich den Stift, entferne das Stickvlies und stelle die Maschine auf Anfang zurück. Hier starten wir erneut. Nun ist die erste Farbe gemalt. Es folgt nun die zweite. Bevor ich die zweite Farbe male, entscheide ich, ob die erste genug stark war. Wenn nicht, könnte ich jetzt den ganzen Vorgang noch einmal wiederholen, mit dem Stift etwas tiefer gehen, damit es noch etwas mehr zeichnet. Falls dies jedoch so in Ordnung ist, entferne ich den Stickrahmen und bügle das Ganze mit dem Bügeleisen fest. Auf dem Display wird nun angezeigt, dass die rote Farbe folgt. Ich setze dazu den roten Stift ein. Ich habe wiederum den Sicherheitsbügel nach unten gesetzt, ziehe das Ganze an, hebe den Sicherheitsbügel und starte das Ganze. Das Stickmotiv ist fertig. Ich entferne als erstes den Stift, drehe die Halterung nach oben, die Sicherheitshalterung. Danach akzeptiere ich, dass dieses Paintwork-Muster fertig ist. Ich entferne den Stickrahmen und ziehe das Stoff direkt vom Stiftvlies weg.
Mit meinem bemalten Stoffstück gehöre ich nun zum Bügeleisen. Als erstes bügeln wir die frisch gemahlene Farbe ein. Dazu verwende ich ein zusätzliches Stück Stoff und bügle das Ganze richtig gut. Ich drehe das Ganze auf die Rückseite und mache nun den Rand rundherum. Dazu schlage ich als erstes rundherum 2 cm ein. Sobald ich einmal rundherum diese 2 cm eingebügelt habe, kommt der nächste Schritt. Und zwar falte ich diese 2 cm noch einmal in die Hälfte, dann habe ich je einen und mache das Ganze noch einmal rundherum. So haben wir einen schönen Einschlag-Umschlag. Ich habe alles rundherum mit Einschlag, Umschlag gebügelt. Wir kommen jetzt noch zu den Ecken. Die Ecken sind etwas speziell. Zum einen könnten wir sie so lassen, wie sie aktuell sind, gerade rechtwinklig. Optisch ist das vielleicht nicht die schönste Variante. Ich öffne deshalb den Ecken noch einmal, klappe die Ecke ein, und zwar auf die zweite Linie, die untere. Dann klappe ich auf die obere Ecke noch einmal ein. So, da wo wir schon vorgebügelt haben, und das Ganze lege ich noch einmal um. Und dies wiederum bügle ich ganz gut, damit das unter der Maschine auch wirklich in Form bleibt. Je nach Material, das Sie verwenden, ist es von Vorteil, hier ein paar Stecknadeln zu stecken. Dies machen wir mit allen 4 Ecken. Die Maschine ist wieder umgebaut zur Nähmaschine. Wir nähen nun diesen Saum rundherum. Dazu lasse ich immer noch die Geradstichplatte drin, habe jedoch den Fuß Nummer 1C eingesetzt. Bei diesem Maschinenmodell setze ich nun die Nadelposition noch 3 Positionen weiter nach rechts, damit ich füßchenbreit rundherum nähen kann. Ich starte in einer Ecke und nähe los. Immer schön füßchenbreiter Abstand. Sobald ich in die Ecke komme, stoppe ich, senke die Nadel. Da könnte ich natürlich auch Nadelstopp unten programmieren, was mir das Ganze etwas einfacher machen würde. Hebe das Füßchen und nähe nun wieder in die nächste Richtung los. Bevor ich ganz zu Ende nähe, ziehe ich den oberen Faden vom Beginn bereits schon nach hinten, damit es mir nachher einfacher geht, das Ganze zu verknüpfen. Ich nähe meinen letzten Stich genau bis dahin. Und ziehe ebenfalls auch diesen Faden nach hinten. Alle Fäden habe ich nach hinten gezogen. Ich verknüpfe jetzt jeweils 2 miteinander.
bleibt jetzt nur noch die Fäden abzuschneiden und voilà, unsere individuelle Serviette ist fertig. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei der Umsetzung dieser Projekte und eine gelungene nächste Grillparty. Bernina, made to create.